Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern kam hier das Update raus und in dem Video, wo ich alle Änderungen zusammengefasst hatte, habe ich ja auch über solche Season 13 Teaser gesprochen, die am Lazy Lake No Sweat Insurance Gebäude hängen. Und da hatte ich ja gesagt, dass das wahrscheinlich nur ein Troll ist. Allerdings sind jetzt im Nachhinein nochmal ordentlich Theorien aufgetaucht, die das Ganze nochmal etwas schlüssiger machen, dass es eventuell doch kein Troll ist und dass es tatsächlich echt sein könnte. Außerdem ist gestern noch der neue Patrouillal-Modus reingekommen, ist einfach ein reiner Fun-Modus, also man kann da nicht mal schießen, kann so ein paar Parkour-Challenges und so machen, ist aber eigentlich relativ sinnlos, weil man zurzeit echt nicht viel dort drin machen kann. Deshalb gibt es aber auch noch ein paar Theorien, was damit vielleicht in der nächsten Season passiert. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn es euch Videos hier natürlich im Generellen auf dem Kanal gefallen, lasst natürlich gerne ein Abo da, dann unterstützt ihr mich extrem und ihr helft mir auch auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten, dort fehlen glaube ich auch nur noch 140 oder so, also sollten wir auf jeden Fall im nächsten Monat schaffen können. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute den Duo Cash Cup zocken, morgen geht es dann weiter mit dem Solo Cash Cup und am Samstag und Sonntag werden wir dann noch die Solo FNCS zocken. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst dann natürlich gerne ein Follow da. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit dem Patrouillal-Modus. Ich stelle euch das Ganze einmal ganz kurz vor und zeige euch, was man da alles machen kann, denn das ist auch wichtig, um zu wissen, weshalb denn noch ein paar Leaks relativ realistisch tatsächlich sind und einen sehr, sehr hohen Wahrheitsgehalt wahrscheinlich haben. Und das Ganze ist, wie gesagt, einfach nur ein Modus, wo man so ein paar Challenges machen kann, mit Freunden abhängen kann und so weiter. Man kann ja tatsächlich auch von dieser Lobby aus eine Runde starten. Hier steht irgendwo der Battle Bus und hier gibt es auch solche blauen Telefonzellen und so weiter. Man kann hier ein paar Sachen in den ganzen Shops hier kaufen, irgendwie der Burger. Ja, solche Burgerköpfe, man kann Tomato Heads kaufen und die dann eben halt alle werfen oder solche Farbkanonen, die im Prinzip so ein bisschen wie Splatoon sind. All das kann man hier tatsächlich drin kaufen und jetzt hatte eben halt vor 3 Tagen, also 2 Tage bevor das Update tatsächlich kam, hatte jemand tatsächlich etwas geleakt beziehungsweise etwas auf Reddit geschrieben und dort hat er erstmal geschrieben, dass die Agentur zu einer Plaza umgewandelt wird und dass sich dort blaue Telefonzellen befinden, wo man tatsächlich dann die Skins mitten in der Runde verändern kann. Und das hat er, wie gesagt, 2 Tage geschrieben, bevor überhaupt der Patrouillal-Modus drin war, bevor das Update überhaupt im Generellen kam. Und das hat er eben halt als Season 3 Leaks betitelt. Der Post ist mittlerweile auch gelöscht, gibt immer noch ein paar Re-Uploads im Prinzip davon. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal den Patrouillal-Modus anschauen, und davon hat er wirklich vorher gar keine gewusst, dass der reinkam, dann sehen wir hier, wir haben in der Mitte einen großen Platz, also eine große Plaza in der Mitte der Map. Passt ja schon mal, ist das erste, was relativ schlüssig wirkt. Und dann habe ich hier als nächstes diese blauen Telefonzellen und ratet mal, was man hier drin machen kann. Genau, man kann ganz einfach die Skins wechseln und genauso hat das auch vorher gesagt, bevor eben halt wirklich jeder andere wusste, dass das überhaupt reinkommt. Und das ist irgendwie schon ziemlich crazy, dass das einfach geleakt hat. Wir hatten das ja, glaube ich, auch schon mal zu Ende von Season X. Dort gab es ja ganz viele Map-Leaks und eine Map hatte genau die normale Chapter 2 Map geleakt mit allen Städten an den richtigen Orten, wo sich vorher alle gedacht haben, warum ist ein Retail-Row noch dort, warum ist warum ist noch Salt Springs dort, warum ist Pleasant Park noch dort. Das kann ja eigentlich gar nicht stimmen und am Ende war es einfach haargenau die Map und dann hat sich natürlich jeder extrem darüber gewundert. So ist das jetzt im Prinzip auch hiermit. Am Anfang hat auch jeder darüber gedacht, dass das nicht sein kann, dass auch nur ein bisschen was davon richtig ist, sondern dass das wieder wie gefühlt jeder einfach irgendwelche Theorien aufstellt, die eben halt kein Wahrheitsgehalt haben. Allerdings stimmt damit schon mal der erste Punkt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt die nächsten Sachen an. Und er hatte dann eben halt noch geschrieben, dass Skydiving möglich sein wird und dass man dann Challenges auf dieser Plaza machen kann, also in diesem Patrouillal-Modus. Und hier kann man dann eben halt diese ganzen verschiedenen Challenges, Skydiving machen, man kann Parcours machen und Quad-Challenges.
beziehungsweise Quad Racing. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Plaza wieder schauen, dann sehen wir hier tatsächlich auch wieder Parkour-Challenges, Skydiving-Challenges, Quad-Racing-Strecken und hier Boot-Racing-Strecken. Also auch wieder alles, was er vorher dazu gesagt hat. Dann schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Als nächstes hat er geschrieben, dass Haie als Fahrzeug ins Spiel zurückkommen werden. Und ich hatte ja gestern schon mal im Video gesagt, dass solche Season 13 Teaser Poster an dem No Sweat Insurance Gebäude von Lazy Lake hängen. Und wenn man die sich mal in den Game Files anschaut, dann wird man auch wissen, dass sie tatsächlich in den Game Files ebenfalls als Season 13 Teaser bezeichnet werden. Hatte man vorher auch eigentlich gar nicht so gedacht, ja, wird wahrscheinlich nur ein Troll sein. Allerdings, wenn man das dann hier mit diesem Post sieht, dann steht da ja auch, Haie werden als Fahrzeug ins Spiel kommen. Hier sehen wir auch Haie. Passt also schon wieder. Dann hat er als nächstes noch geschrieben, Haie werden als weiblicher, dass es einen weiblichen schwarzen Ritter gegeben wird. Und das ist natürlich nicht bestätigt. Kann natürlich sein, eventuell schreibt er hier auch als Level 100 Skin. Dann soll die Ingenieurin Midas Schwester sein. Ist eigentlich auch relativ gut möglich, da die Ingenieurin ja im Raum von Midas tatsächlich steht. Als so ein Bild eben halt nur. Deshalb müssen die aber irgendetwas zusammen. Ja, muss da irgendein Zusammenhang sein. Ist dann schon logisch, dass die Ingenieurin Midas Schwester sein könnte. Also passt auf jeden Fall ganz gut. Hätte man sich aber auch vorher denken können. Also das muss dann, glaube ich, nicht unbedingt als Leak bezeichnen. Dann haben wir als nächstes Robot Meowskills, also ein Roboter-Muskelkater. Es gab ja auch ein Bild hier, und zwar das dritte Bild, was eben halt auch am No Sweat Insurance Gebäude hängt, wo eben halt auch Muskelkater zu sehen ist. Also ein bisschen Zusammenhang hat man da schon. Ist zwar kein Roboter-Muskelkater jetzt eben halt, aber ist immer ein Muskelkater, und das beides eben halt auch wieder so im gleichen Zusammenhang. Dann haben wir hier als nächstes die weibliche Version vom Dunklen Reisenden. Kann man auch nicht bestätigen, muss man so stehen lassen. Dann hat er als nächstes geschrieben, dadurch, dass das ganze Wasser thematisiert sein wird, die ganze Season, wird der nächste geheime Battle Pass Skin Aquaman sein. Und Aquaman ist irgendein Held oder irgendein Charakter aus der DC-Reihe. Wir hatten ja auch schon mal die Batman-Kooperation, die kam ja auch aus der DC-Reihe. Und diese Season haben wir ja den Deadpool-Skin aus der Marvel-Reihe. Ich glaube, die gehören ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Ist nicht DC irgendwie eine Unterkategorie von Marvel? Ich kenne mich damit nicht aus. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber würde eigentlich schon passen, weil wenn das Thema schon Wasser ist, dann würde ein Wasserskin dazu natürlich auch relativ gut passen. Diese Season hatten wir ja zum Agenten-Helden-Thema im Prinzip auch ein Held oder ein Agent, ich weiß gar nicht, was Deadpool genau ist, hatten wir ja ebenfalls auch in dieser Season, deshalb würde das auch dann wieder relativ stimmig sein. Dann als nächstes, Shadow wird die Agentur gewinnen, also die Agency gewinnen. Ist auch bestätigt tatsächlich schon, in den Leaks sind nämlich an der Agency schon die Shadow Banner und keine Ghost Banner mehr, das heißt eigentlich bestätigt, muss man allerdings auch noch nicht leaken, ist schon seit 2-3 Wochen irgendwie, steht das glaube ich schon in den Gamefiles tatsächlich oder wenn nicht sogar noch mehr schon. Und dann schreibt er als nächstes, dass man den eigenen Regenschirm, also den eigenen Siegesregenschirm, selbst designen kann. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wir hatten es diese Season ja auch schon mit dem Maya-Skin, den man komplett selbst designen konnte. Als nächstes hat er dann geschrieben, dass Gebäude tatsächlich Feuer fangen können und also brennen können. Das ist ja jetzt auch möglich. Wir hatten ja am Anfang bzw. am Ende der letzten Season hatten wir ja die Chaos Engine reinbekommen und mit der sollte es auf jeden Fall möglich sein, dass auch Gebäude vernünftig brennen können und so. Und wir hatten ja auch den Leak, dass auf dem Einladebildschirm eben halt Frenzy Farm tatsächlich gebrannt hat. Also würde auch passen mit dem Feuerthema. Und so Feuer und Wasser als Sommerseason würde, glaube ich, auch schon ganz gut passen. Es beginnt ja Juni und geht dann bis Mitte August oder so. Wenn es natürlich nicht verlängert wird, würde auf jeden Fall für die Zeit passen, wenn da Feuer und Wasser drin vorkommt. Also wäre auch sehr, sehr logisch. Dann haben wir als nächstes hier die, ich glaube, es ist eine Leuchtpistole oder so, und die kann man so in die Luft schießen. Man macht hier so einen großen leuchtenden Ball im Himmel. Weiß aber nicht ganz genau, ob das so wirklich ins Game passt, aber wurde auf jeden Fall, glaube ich, schon irgendwann mal in diesem Jonesy-Trailer erwähnt bzw. gezeigt, ob das dann aber reinkommt, weiß man natürlich nicht. Und dann hat er noch als nächstes geschrieben, dass eben halt solche Glühwürmchen sind, glaube ich, Fireflies, sollen dann reinkommen.
hat jetzt, glaube ich, nichts allzu Spezielles zu bedeuten. Und dann, dass ein Phishing-Bug noch reinkommen soll. Also die letzten beiden Sachen jetzt nicht so relevant. Allerdings, der Rest ist tatsächlich schon sehr, sehr realistisch. Und mit den ganzen bestätigten Sachen, also mehr als die Hälfte ist ja eigentlich schon, oder die Hälfte ungefähr, ist ja tatsächlich schon so bestätigt und seit gestern im Game. Deshalb wirkt das schon sehr, sehr realistisch. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass es tatsächlich dann so am Ende ins Game reinkommt. Und dann wäre natürlich die nächste Season ziemlich safe auch ein Wasserthema, was ja auch ein bisschen passen würde. Weil wir ja zum einen im Travis Scott Event ja schon so ein bisschen das Tauchen hatten. Also in dem Travis Scott Event hatten wir eine Szene, wo man eben halt getaucht hat. Da haben die wahrscheinlich das so ein bisschen ausprobiert oder so. Und seit diesem Chapter ist es ja überhaupt erst möglich, im Wasser überhaupt etwas zu machen. Deshalb wäre es eigentlich schon logisch, wenn mal ein Wasserthema kommt. Und ich glaube, viele würden das auch extrem feiern. Deshalb klingt es schon sehr, sehr plausibel. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zum Patrouillalmodus selbst, denn das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht nur beim Patrouillalmodus bleiben. Ursprünglich würde ja heute tatsächlich die neue Season starten, also jetzt hätten wir schon die neue Season. Deshalb ist wahrscheinlich Patrouillal eigentlich eher Season 3 Content, da die jetzt aber nicht mitten in der Season etwas Großes verändern wollen. Haben das als extra Modus reingebracht. Aber was ich denke, was mit Patrouillal gemacht wird, ist, dass es einfach die neue Hauptlobby ist. Das heißt, dass man, wenn man Fortnite startet, ganz einfach und dann in den Battle Royale Modus reingeht, dass man tatsächlich dann hier auf diese Insel kommt, weil das sieht ja eigentlich schon so aus wie so eine klassische Lobby eigentlich tatsächlich, so wie man sie auch aus vielen Minecraft-Servern und so kennt. Wir haben da hinten auch einen Battlebus, wo man tatsächlich dann eben eine Runde starten kann. Man könnte hier irgendwo einen Shop einbauen mit, also einen Item-Shop, man könnte man irgendwo einbauen. Dann könnte man hier einen Shop reinbauen mit den Starter-Packs, einen Shop mit den V-Bucks und so. Und dann könnte man vielleicht noch einen Shop machen, wo man sich dann eben halt so Sachen kaufen kann, um die Insel zu designen. Wäre auf jeden Fall ganz gut möglich und man kann hier immer noch die Skins wechseln, dort sind hier diese ganzen blauen Umkleidekabinen, also wäre schon relativ gut möglich. Wir haben ja auch seit dieser Season tatsächlich zum ersten Mal als Battle Pass Menü so ein Hauptquartier im Prinzip, richtig, also man hat da ja auch ein Hauptquartier und kann dann in den Battle Pass Raum gehen, man kann dann in den Agentenraum, in den Maya Raum reingehen, in den Deadpool Raum reingehen und das ist dann im Prinzip nur die Fortführung davon, also wäre es schon echt gut möglich, dass das dann als Main Lobby kommt und dass dann andere Freunde hier raufjoinen können und dann eben halt hier mit auf der Insel etwas anschauen können und dass dann das im Prinzip so der Extended Creative Mode wird, was auch nice wäre, wenn man dann irgendwie an einer Ecke der Insel, zum Beispiel hier oben am Fußballfeld, einfach sagen könnte, ja, dort ist die Freebuild-Zone, das heißt, man muss nicht erstmal den Creative-Mode starten, sondern kann einfach direkt dort vielleicht immer eine Map reinladen, das heißt, man hat immer dann direkt die A-Map in der Lobby im Prinzip. Wäre auf jeden Fall super nice, würde ich sagen. Und ansonsten hat eben halt Patrouillal eigentlich keinen Sinn, weil letztendlich kann man hier ein paar Sachen machen, ein paar Parcours und so. Nach wenigen Minuten wird es aber Real Talk echt langweilig hier drin und man kann eben halt wirklich nur sehr wenig machen. Und Epic Games hatte tatsächlich vor einem Jahr oder so auch schon mal in einem Interview gesagt, dass sie Fortnite so ein bisschen zu einem Social Hub machen wollen. Also dass man hier sich so mit Freunden trifft und es einfach mehr ist als nur ein Battle Royale Spiel. Und das würde hier natürlich auch nochmal sehr, sehr gut dazu passen. Was haltet ihr von der Theorie? Ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr plausibel. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie denn die Wassermap umgesetzt werden könnte, beziehungsweise das Wasserthema in der neuen Season. Und dafür muss er natürlich wissen, dass in 4 Städten insgesamt diese No Sweat Insurance ist, die eben halt vor Schwitzern schützt. Das ist ja einmal in Sweaty Sands, in Holly Hatches, in Pleasant Park und in Frenzy Farm. Und in Lazy Lake ist es eben halt nur das Hauptgebäude. Ich würde nicht sagen, dass die direkt von der No Sweat Insurance unbedingt nicht gesichert wird, beziehungsweise dass sie sicher genug ist. Aber dass sie immer nicht so viel tatsächlich mit dem Restlichen zu tun hat, nicht mit der restlichen Storyline. Aber wenn wir uns mal hier die Agency anschauen, das ja im Prinzip so in ungefähr in der Mitte von Holly Hedges, Sweaty, Pleasant Park und Frenzy Farm,
dann und dort befindet sich ja nun mal Midas Raum, wo dann auch das Doomsday-Gerät drin ist, dann ist das ja im Prinzip so der Einflussraum vom Doomsday-Gerät eventuell. Lazy Lake ist ja etwas höher gelegen, das heißt, hier wird es nicht hingehen. Rita Rose zu weit weg, Craggy ist zu weit weg, The Shark ist zu weit weg. Hier Weeping Woods sind ja nur zwei Häuser, da muss dann wahrscheinlich dann keine Versicherung machen. Slurpy Swamp ist dann ebenfalls wieder zu weit weg. Und vielleicht sagen die sich, ja, Risky Reels und Salty Springs kann man so oder so nicht retten, wenn vielleicht das Doomsday-Gerät da komplett hier explodiert, eine riesen Krater reinmacht, weil um eine Wassermap zu machen, muss man ja erstmal unter normal Null gehen, weil ansonsten das Ganze ja nicht funktioniert. Man kann ja nicht einfach sagen, man schwemmt hier ganz Salty Springs. Das Wasser würde ja hier runterfließen, es würde hier runterfließen. Das würde ganz einfach nicht funktionieren. Deshalb muss ja erstmal ein Krater kommen, damit man überhaupt Wasser da reinmachen kann. Und wenn man dann vielleicht sagt, so, der Krater geht dann bis hier hinten so einmal rum, dann versichert die No Sweat Insurance vielleicht tatsächlich die Orte, setzt die ganzen Orte dann auf solche Flöße. Und wir hatten ja auch schon bei diesen ganzen Postern hatten wir auch dieses Poster und da sehen wir eben halt ein Gebäude auf so einem Schwimmreifen im Prinzip drauf. Darunter ist auch wieder Wasser, das heißt die No Sweat Insurance, so hätte ich es zumindest interpretiert, schützt eben halt Häuser vor dem Wasser. Und beim Schwitzen ist dann ja auch, hat ja auch etwas mit Wasser zu tun. Und vielleicht denken am Anfang nur alle an das Schwitzen, also ins Game rein schwitzen, aber vielleicht könnte damit auch einfach gemeint sein, dass sie gegen Wasser schützen, eine Wasserversicherung einfach sind. Wäre auch eigentlich relativ gut möglich. Und vielleicht, wie gesagt, wird dann ähnlicher Kater wie bei Dusty kommen, dass eben halt Salty und Risky einfach komplett weggehauen werden. Und dann eben halt Holly Hedges, Sweaty, Pleasant und Francie so am Rand sind. Die werden dann eben halt geschützt von der No Sweat Insurance. Aber ich denke mal nicht, dass es eine komplette Wassermap sein wird, weil man ja in Wasser auch nicht bauen kann. Vielleicht sind dann auch so ein paar Risse drin. Zum Beispiel, wenn eine Explosion wäre, wäre es wahrscheinlich leichter für die Explosion, hier durch den Fluss durchzugehen und vielleicht bricht das dann so auf, dass das dann hier so ein bisschen abbricht. Bei Sweaty dann vielleicht hier noch ein bisschen, so bei Pleasant dort oben noch. Also vielleicht auch nur etwas größere Risse, die dann da reinkommen. Wäre auch eigentlich relativ gut möglich. Vielleicht kann man dann auch runtertauchen und unter Wasser ist dann vielleicht ein Boot, so ein abgesunkenes Piratenboot. Vielleicht, was auch nice wäre, wenn einfach Salty Springs dann so absinken würde und dann im Prinzip am Grund die ganzen Häuser wäre und man dort dann eben halt looten könnte unter Wasser. Wäre, glaube ich, auch richtig nice. Es darf immer wirklich nur nicht zu viel Wasser sein, weil eben halt einfach, ja, nicht unendlich. Man kann hier nicht keine unendliche Fläche machen, wo man nicht bauen kann, sonst müsste man ja einfach im Wasser bauen können. Was natürlich eigentlich auch möglich wäre, wenn man sagt, dass immer wenn man so platziert, dass eben halt darunter dann einfach direkt im Prinzip so ein, ja, so wie unter den Häusern eben halt angezeigt wurde, dass dann eben halt so eine kleine Plattform entsteht, worauf man dann eben halt bauen kann. Wäre eigentlich auch ganz gut möglich, um das Ganze zu lösen. Denke ich mal, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich denke mal, dort können wir uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf ein paar neue Live-Events oder auf ein richtig cooles Live-Event freuen, auf richtig viele Theorien, die zum ganzen Thema kommen werden. Wobei es eigentlich auch relativ untypisch ist, dass wir jetzt schon 4 Wochen, bevor die neue Season überhaupt startet, tatsächlich diese ganzen Sachen drin haben. Also die Season 13 Teaser und so weiter. Deshalb weiß ich nicht, ob die vielleicht das nur als Troll sehen oder eben halt mittlerweile einfach so sagen, ja, irgendwann findet so oder so jeder raus und dann machen die lieber die ganze Hype-Phase noch länger. Ich meine, mittlerweile haben die ja, also am Anfang haben die ja immer selbst bei den Secret Skins bis zur letzten Woche gewartet, bis sie das veröffentlichen. Dann haben die irgendwann das schon ganz am Anfang der Season gemacht und dieses Mal sogar im Battle Pass, also im Trailer sogar direkt tatsächlich mit dem Deadpool Skin. Also vielleicht sagen die sich so, irgendwann lohnt es sich auch nicht mehr und dann machen die erstmal jetzt so ein bisschen anteasern, welche Richtung es geht und am Ende wird es dann im Prinzip, wo man das genau dann weiß, vielleicht machen die dann einfach mal was anderes, weil typisch ist es eigentlich tatsächlich nicht für Fortnite. Ich hoffe, euch hat das Video hier natürlich gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den ganzen Leaks, zu den ganzen Theorien in die Kommentare. Schreibt auch gerne eure Theorien in die Kommentare. Würde mich auch extrem interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream wieder. Bis dahin, ciao, Leute.